Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Foxtail. Wir haben jetzt unsere Teemischung. Ich meinte, das Johanniskraut würde mich beleben und stärken, aber stattdessen bin ich jetzt einfach nur schläfrig. Oh, ist das gut? Ist das schlecht? Oh, sie ist total langsam. Ich wollte jetzt direkt so schnell es geht zum Korsak. Ich bin gespannt, ob sie sich jetzt erstmal ins Bett legt oder so. Aber Moment, kann ich nicht? Kann ich nicht irgendwas futtern? Vielleicht ein Bonbon oder so? Dazu bin ich jetzt nicht in Stimmung. Mir geht es gerade richtig elend. Oh nein, kann ich denn irgendwas machen? Also kein Bonbon. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Soll ich zu Oma gehen? Soll ich zum Korsak gehen? Also ich hoffe jetzt, dass wir da was machen können, nicht, dass wir da jetzt komplett umsonst hingehen. Ich fühle mich kränklich. Ich hätte diese Blume wohl lieber doch nicht zu mir nehmen sollen. Egal, wir ziehen das jetzt durch in der Hoffnung, dass der uns einen guten Tee macht, der vielleicht auch hilft. Mir verschwimmt die Sicht. Oh. Ist es klug, weiterzugehen? Jetzt hören wir schon den Herzschlag. Es wird auch dunkler, oder meine ich das nur? Ach, wahrscheinlich hätte ich echt zur Oma ins Haus gehen sollen. Vielleicht erstmal eine Runde schlafen sollen oder so. So, die Tür ist wieder zu, aber... Oh, mir ist so schlecht. Ja, komm, jetzt ganz schnell. Der kann uns vielleicht noch ein tolles Heilgetränk oder so brauen. Du schaust aber ganz schön müde aus. Zu viel herumgestromert? Ich habe doch nur Johanniskraut gegessen und jetzt fühle ich mich, als hätte ich eine Lebensmittelvergiftung. Oh. Oh, okay. Alles genau wie in meiner Kindheit. Die Puppe, das Lichtspiel und der Ball. Das erwärmt mir das Herz. Okay, alles genau wie in meiner Kindheit. Können wir runterschauen? Nee, sie sagt immer nur das Gleiche. Ja, gut, sind wir jetzt... Opa, ich komme runter. Wir sind jetzt in einer Art Traum. Gehen wir? Opa, mach doch bitte die Laterne an. Ich kann dich ja gar nicht sehen. Opa? Lea, wo bist du? Komm her. Schnell, lass uns einen Fuchsschweif suchen gehen. Wer ist das denn jetzt? Opa, ich bin doch ein Fuchs und mein Schweif ist hier, bei mir. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ist er hierhin verschwunden? Offenbare dich, Fuchsschweif. Leucht den Weg, auf dem ich streif. Komm und zeig dich. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Oh, da ist ja der Schweif. Opa, ich habe den Schweif gefunden. Wo bist du? Huch, was für ein Traum. Was für ein komischer Traum. So ein Humbug. Das war echt dumm von mir, dass ich das Johanniskraut einfach so gegessen habe. Was wird Oma nur dazu sagen? Ach du meine Güte, Oma... Ich hoffe, die lebt noch und ist nicht verdurstet, weil es hier keinen Tee gab. Oma! Och. Lea, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Korsak hat gesagt, du seist bei ihm daheim in Ohnmacht gefallen, also hat er dich hierher gebracht. Er meinte, du hattest irgend so eine Blume gegessen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Immerhin hat er mich gleich beruhigt. Hat gleich ein Absud für dich gekocht und mir versichert, du wärest in 2 Stunden wieder auf den Beinen. Aber, ach, wie könnte ich mir denn keine Sorgen machen, mein dusseliges Mandarinchen. Es tut mir so leid, Oma, das war echt dumm von mir. Ach, Lea, ich habe mir wohl zu viele Sorgen gemacht, jetzt brummt mir der Schädel. Ach, mein Sonnenschein, könntest du mir bitte meine Medizin holen?
Ihre Medizin, aber was ist denn mit Tee? Ach nee, wir haben jetzt noch keinen Tee. Oma, wo ist denn deine Medizin? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht noch hier im Nachtschränkchen, wenn wir da nochmal nachschauen. Das Buch habe ich da schon rausgeholt. Okay, sonst brauchst du nichts zu entnehmen. Oder war die vielleicht hier im Schrank? Da können wir nochmal reinschauen. Oder meint sie mit Medizin jetzt... Ah, das ist sie, okay. Darauf steht Fenja, nimm das zweimal wöchentlich ein. Kim? So, Oma, ich habe da was für dich. Ich hoffe, dir brummt bald nicht mehr der Schädel. Hier, bitte sehr. Danke sehr. Könntest du mir auch noch ein bisschen Wasser bringen? Die Medizin ist fürchterlich bitter. Okay, ich werde im Nu wieder zurück sein. Was ist das für eine Medizin? Auf der Fiole ist weder ein Etikett noch eine Liste der Inhaltsstoffe. Einfach nur der Name. Ach, das ist nichts Besonderes. Nur ein Verjüngungselixier. Ich bin halt auch nicht mehr die Jüngste, weißt du? Mein Rücken schmerzt, die Knie knacksen und andere Oma-Wehchen. Wehchen? Heißt das nicht Wehwehchen? Ach, du bist so ein Scherzkeks. Na schön, ich bin bald wieder zurück. Ja, okay. Ich überlege jetzt gerade, ob wir eventuell nochmal Bonbons mitnehmen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier kann man alles immer mehrfach gebrauchen. Jetzt nochmal ein blaues. Okay, könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen Pastete mitnehmen? Und die Geranien, okay, die kann ich nicht nehmen, weil Oma gerade nicht schläft, ne? Okay, die Tasse haben wir noch. Dann würde ich nämlich jetzt zurückgehen zum Korsak. Oma braucht Wasser, um ihre Medizin runterzuschlucken. Ja gut, aber hier können wir noch nichts machen, ne? Ich habe das Seil daran festgemacht. Jetzt muss ich nur noch einen Kübel finden. Ja, aber was hast du denn? Ach ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn gegen die Blechdose? Aber die ist jetzt voll damit. Dann habe ich echt Probleme. Ja, das stimmt. Ja, und das zählt ja nicht als Kübel. Erstmal muss ich den Brunnen reparieren, genau. Aber hier ist ja sonst auch nichts, ne? Die Wäsche, die Bank. Ja, wenn es geht, möchte ich jetzt erstmal zu dem... Hä, hat der Korsak jetzt das Zeug schon? Hat sie das dann automatisch irgendwie dagelassen? Egal, ich gehe jetzt hin, ich quatsch nochmal mit ihm und habe die Hoffnung, dass ich da vielleicht Öl oder so bekomme, weil das brauche ich für die Lampe. Und damit können wir dann runter in den Keller oder in die Mine, was auch immer das war. So, mein Lieber, lass uns mal ein bisschen quatschen. Oh, du bist ja schon wach. Das ist gut. Deine Oma hat sich wahrlich Sorgen um dich gemacht. Wie konnte das nur passieren? Du hast eine Sumpfdotterblume mit Johanniskraut verwechselt. Weißt du denn nicht, dass die giftig sind? Und ich dachte, das sei Johanniskraut. Hätte ich's doch besser gewusst. Tja, tut mir leid, aber deinen sogenannten Tee habe ich weggeworfen. Den kannst du den Hasen geben. Ist komplett für die Katz. Nee. Für heute wird es für dich wohl kein Tee mehr geben. Ach, das fuchst mich jetzt aber. Ach, sei's drum. Nun denn, herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Auch wenn sie mich gar nicht hören können. Wie lieb sie sich verbeugt. Viel Glück. Ja, toll, jetzt habe ich nicht mal Tee, oder was? Ich möchte da oben dran. Ich möchte das hier haben. Die Büsche Elster. Ja, ja, ich will das haben. Das ist hundertprozentig Öl. Obwohl... Wenn du irgendetwas kaufen willst, dann frag mich doch einfach danach. Ja, sollen wir unser Glück nochmal probieren? Tratsch. Ihr Bau ist noch immer so finster und gruselig wie damals schon. Nur, dass sie es wissen. Was ist denn? Sprich lauter, ich kann dich kaum hören. Können wir nochmal tratschen? Ich hätte gern eine Flasche Purpur-Schneckenschleim. Wie war das? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich hätte gerne einen Trank des Vergessens. Ich muss wohl etwas Wichtiges vergessen haben. Aber was entsinnt mich nicht? Verkaufen Sie vielleicht auch Voodoo-Puppen? Autsch, Seitenstechen. Was hast du gesagt? Warum will er mich nicht hören? Luke, ich bin dein Vater. Sprich lauter. Ich weiß, du kannst es. Nutze die Macht. Ach, das finde ich ja schon wieder witzig. Ich hätte gern ein Heilmittel gegen Taubheit. Das ist mir gerade heute ausgegangen. Hä? Hey! Lauter, ich kann dich nicht hören. Vergessen Sie's. Ach Mann. Auf Wiedersehen. Danke, aber ich habe schon gefrühstückt. Leute, was kann ich machen? Was kann ich hier noch machen? Das hatte ich alles schon. Kann ich? Ich probiere es jetzt nochmal. Diese blöden Kohlen, wo sind sie denn? Hä? Hä? Habe ich das nicht schon in der letzten Folge versucht?
Oma braucht was, um ihre Medizin runterzuschlucken. Ich weiß. Ja, warum macht sie das denn jetzt? Ja, das ergibt keinen Sinn. Kann mit C ist auch was Neues. Kann ich nicht anmachen. Sie hat weder Öl noch Docht. Ich muss das doch hier irgendwie bekommen. Und jetzt habe ich den Becher mit den Kohlen nicht mehr. Und ich kann darauf nichts irgendwie erhitzen. Ah. Moment. Funktioniert das oder funktioniert das? Das funktioniert nicht. Okay. Gut. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der lausige Wächter, der Ohnmachtsanfall? Was ist das denn? Nachdem ich mir mein Köpflein zermartert habe, bin ich auf eine geniale Idee gekommen. Und umso genialer, weil sie obendrein auch noch so einfach war. Ach, das ist mit der Katze. Ja, gut. Müssen wir nicht unbedingt lesen? Es war kein leichtes Unterfangen. Okay, das war, nachdem sie die ganzen Kräuter hatte. Mein erster Kontakt mit der traditionellen Heilkunde. Gut, gut. Offenbare dich, Fuchsschweif, leucht den Weg, auf dem ich streif. Das haben wir immer mit Opa gespielt, wenn wir vom Nest heruntergekommen sind. Dann sind wir bei Nacht und ohne Laterne immer tiefer in den Wald vorgedrungen und haben im Mondlicht diesen Fuchsschweif gesucht. Leute, ich brauche Licht. Ich brauche einfach alles. Passt mal auf, kann ich ihm das zeigen? Reservedochte habe ich leider keine. Ja, toll. Na, Bonbon ist doch auch Quatsch, oder? Danke, aber davon habe ich schon genug. Wie ist es denn? Moment mal, wie ist es denn mit dem Ball? Ja, ja, die wachsen vor der Haustür. Ach, stimmt ja. Aber ganz ehrlich, was soll er mit einem Ball? Bitte lenk mich nicht von meiner Arbeit ab. Die Handpuppe ist auch totaler Quatsch. Das Messer, die Tasse, die Briefe, das ist auch Quatsch. Kräuterkunde. Ein gutes Buch, das du lesen solltest. Ja, das ist Quatsch. Warte mal. Nein, danke. Ja. Leute, ich finde das Spiel, also ich finde das echt gut, aber gar nicht so offensichtlich. Danke, aber ich habe nur noch einen einzigen Zahn übrig und an dem hänge ich so sehr wie er an mir. Na gut, möchtest du ein bisschen Pastete? Die ist doch bestimmt... Was? Oh, Pirozki in Kuchenform. Besser als Geld. Dafür kriegst du dieses Parfümöl. Hä? Piwaski? Naja, herzlichen Dank auch. Was? Jetzt habe ich Öl, Leute. Wie gut ist das? Ich wusste, ich kriege hier Öl. Also es war mir fast klar, dass ich hier Öl bekomme, aber woher bekomme ich jetzt einen Docht? Öllampe mit Öl, aber ohne Docht. Kann ich den nicht hier von den Kerzen nehmen? Eine Schande, dass nichts aus dem Tee geworden ist. Das ist Quatsch, das waren Zwiebeln, das ist sein Mantel. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jede einzelne Szene ab und was haben wir denn hier noch? Ja, ja, Kräuter züchten. Okay, ich gehe jede einzelne Szene ab und drücke mal die Hotspot-Anzeige. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich bestimmt was übersehen habe. Das sind nur die Frösche, das ist der See. Ich könnte eventuell, stopp mal, ich könnte die Münze mitnehmen. Wer weiß, vielleicht brauche ich die später noch. So, dem komischen Einsiedler hier kann ich auch nichts geben. Das Häschen macht auch nicht wirklich was. Und oben war auch nichts mehr, oder? Könnte ich nicht von diesem Ding hier, von dem Vorhang, ein Stückchen abschneiden? Sag bloß, das geht jetzt echt. Das geht tatsächlich. Leute, das kam mir gerade ganz spontan in den Sinn. Und das nutze ich jetzt als... Doch, ne? Ich habe die Laterne repariert. Jetzt muss ich sie noch anzünden. Ach, und jetzt müssen wir runter zu Korsak. Alles klar. Okay. Ne, echt, mir kam jetzt ganz spontan der Gedanke, weil ich oben an dieses Windspiel dachte. Und gedacht habe, okay, da fehlt auch noch irgendwas. Und dann kam mir der Vorhang in den Sinn. Aber kann ich das hier wirklich anzünden? Oh, das wäre natürlich super, ne? Dann kommen wir jetzt in den... Was? Erst muss ich das Feuer... Ist das ein Schürhaken? Können wir damit was machen? Komplett für die Biber. Komische Redewendung. Das sind heiße Kohlen. Ach, die Zeitung. Die Zeitung. Oh, Schriften antiker Kunde. Könnt ihr mir schon kein Wissen spenden, dann spendet mir immerhin Wärme. Ach, wunderbar. Ich hab's geschafft, der Ofen läuft wieder. Danke sehr, das ist furchtbar nett von dir. Gern geschehen. Okay, so, jetzt machen wir Feuer. Ich gehe mit Opas Laterne und Opas Laterne mit mir. Sehr schön, ist die jetzt an?
Öllampe? Nee, die ist immer noch nicht an. Jetzt ist sie an. Oh, sehr schön. Toll, jetzt habe ich eine einwandfreie, funktionierende Laterne. Nun kann ich gar die im dunkel verborgenen Ecken erkunden. Jo, dann nichts wie hin in den Keller. Und dann schauen wir mal, was wir da so finden. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie einen Haken oder so, um unten an den Eimer zu kommen. Läuft sie jetzt? Was, dieser Duft? Ja, ja. Läuft sie jetzt schneller? Ich habe das Gefühl, wir gehen schneller als in den letzten Folgen. So, dann geht es hier nach links. Und ab nach unten. Kann ich die denn hier irgendwie aufhängen oder... Muss ich die so benutzen? Nein, 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 ich wollte gar nicht zurück. Ich habe nur gedacht, ich kann die hier irgendwo... Ah. So, jetzt haben wir es. Nun ist es hier drin nur noch halb so gruselig. Und was haben wir hier? Ein Hammer? Oh ja, Opas Hammer. Kartoffeln und rote Beete in Eimern und Kübeln. Oma legt stets einen großen Wintervorrat an Konserven an. Ja, das sieht man. Das Karottenlager. Ich nehme mir eine. Okay, Karotte können wir eventuell wieder bei diesem Einsiedler umtauschen. Ganz viele rote Beete. Das Kartoffellager. Nimmst du davon auch eine? Nein, nimmst du nicht. Hammer und Karotte. Was hatten wir? Sagst du dazu noch was anderes? Marmeladengläser, Gurkengläser. So, das war jetzt rote Beete. Und das hier, Moment, was ist das hier vorne? Es sind Zwiebeln, aber warum denn so viele? Gute Frage. Wofür brauchen wir denn den Hammer? Kann ich mit dem Hammer seitlich... Nee, okay, gut, ich dachte, ich kann irgendwie seitlich die Axt hier raushauen, indem ich dagegen schlage. Das hier bringt uns vermutlich gar nichts, ne? Wenn ich ihn da reinwerfe, dann werde ich ihn nie wiedersehen. Gut. Zu den Bienen müssen wir nicht mehr, zu der Katze müssen wir nicht mehr. Dann hoffe ich jetzt, dass wir die Karotte beim Einsiedler umtauschen können. Gegen was auch immer. Ach, nein! Karotte und Hase, natürlich. Bedien dich, das wird dir doch sicherlich munden. Hey, wo gehst du denn hin? Ah, ein neuer Bereich. Au, Junge! Diese Schaukel hatte ich komplett vergessen. Wie schön. Ob sie mein Gewicht wohl noch aushält? Spreiz deine Flügel und flieg. Okay. Können wir einfach so runter? Spreiz deine Flügel und flieg. Oh, neuer Tagebucheintrag. Ist denn hier sonst noch was? Nein, nur die Schaukel. Vergessene Schaukel. Ich habe beschlossen, meinen neuen großohrigen Freund mit einer Karotte zu verköstigen. Und er hat mich auf eine Reise in die Vergangenheit mitgenommen. Ich bin dem weißen Kaninchen gefolgt und fand mich auf einer Lichtung wieder. Hier gibt es eine alte Schaukel. Darauf zu schaukeln habe ich geliebt, als ich noch ein Kind war. Jetzt darauf zu schaukeln, versetzt mich in eine alte Zeit zurück. Ich erinnere mich daran, wie Opa mich darauf geschaukelt hat und dabei sprach, spreiz deine Flügel und flieg. Dann habe ich meine Pfoten gespreizt, die Augen geschlossen und mir vorgestellt, tatsächlich zu fliegen. Einen Moment lang kam es mir so vor, als stehe er wieder direkt neben mir, bloß für einen Moment. Ich meine, das ist eine schöne Erinnerung, aber kann ich die vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann es irgendwie kaputt machen... Das ergibt wenig Sinn. Das ganze Obst, vermutlich sowieso die Puppe. Kann ich? Ja, ja. Kann ich die abschneiden? Wäre auch zu schade, ne? Tasse ist sinnfrei. Und der Pilz ist auch sinnfrei. Kann ich mich nochmal setzen? Weil wirklich weitergebracht hat mich das jetzt nicht unbedingt. Okay, sie sagt auch nichts mehr. Leute, ich brauche einen Eimer oder so. So, mit dem kann ich nicht mehr sprechen. Okay, auf Wiedersehen. Vielleicht komme ich später wieder. Okay, Abschiedsgrunzen.
stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. War bei dem Quarzack noch irgendwas, was man mit dem Hammer kaputt machen kann? Dieser Stuhl? Das ergibt keinen Sinn. Der hatte da Zwiebeln hängen, was auch nicht viel Sinn ergibt. Können wir bei der Oma irgendwas reparieren, irgendwas fertig machen? Ach nee, Quatsch, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte doch hier nach unten. Also ganz ehrlich, ich verstehe das mit dem Wassereimer noch nicht. Sie muss das reparieren. Ich habe das Seil daran festgemacht. Jetzt muss ich nur noch einen Kübel finden. Ich spreche nochmal mit der Oma und erzähle ihr von der Schaukel vielleicht. Neues Wissen, ja genau. Wie sich herausstellt, ist die Teemischung ziemlich simpel. Sie benötigt nur Himbeeren, Katzenminze, Johanniskraut und Weidesüß. Das klingt großartig. Ich kann es kaum erwarten, dass du alles zusammenbekommst. Ach, das müssen wir noch machen. Ach, hä? Das habe ich jetzt irgendwie verpeilt. Ich dachte, das mit dem Tee wäre jetzt komplett hinfällig. Ich habe auch nichts mehr abgesehen von der Tasse, wo ich das sammeln kann. Nee, sie nimmt ja auch gar nichts mehr davon. Kann ich das kaputt machen? Nee, das ist sinnfrei. Ja, aber das scheint ja hier nicht zu funktionieren. Das war wahrscheinlich der Dialog von vorher, ne? Also bevor ich mit dem Quarzack gesprochen habe. Nee, die kann ich auch gar nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, hier hinten, das mit der Katze... Dürfte ja auch eigentlich gar nicht mehr da sein, beziehungsweise auf dem Fensterbrett sitzen. Sonst auch nichts. Kann ich die Bilderrahmen kaputt machen mit dem Hammer? Schließt sich mir auch nicht so ganz. Ach, hier war auch noch ein Ofen, ne? Alles, was übrig geblieben ist, sind Geschirr und Möbel. Sehr traurig. Schon eine Ruine. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe das Gefühl, das sind immer nur so vereinzelte Häppchen, die man dann machen kann. Dann steht man wieder auf dem Schlauch. Dann plötzlich fällt einem was ein und dann ist wieder so ewig lange Leerlauf und irgendwie rumsuchen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal Post gekriegt haben. Kann ich nochmal in die Werkstatt? Also klar, kann ich, aber... Kann ich da noch irgendwas machen? Was habe ich jetzt nochmal alles? Den Hammer. Ach, da war ein Radio, ne? Kann ich es kaputt machen damit? Oder auf diese Truhe einhauen? Pass mal auf, so. Was, wenn darin was Wertvolles ist? Ja, ja. Ein schwerer, wuchtiger Hammer. Das ergibt keinen Sinn. Opas Modell werde ich nicht zerstören. Das ergibt absolut keinen Sinn. Ich brauche doch einfach nur ein Gefäß. Was ist denn damit? Gläser und Flaschen leer und nutzlos. Welch eine Unordnung. Einfach unter den Tisch gekehrt. Und hier fehlt doch was. Also da sagt sie zwar jetzt nichts mehr zu, aber ich meine, in der ersten Folge, als wir uns das angeschaut haben... Hat sie irgendwas gesagt? Werkzeug. Ah, Moment, kann ich den aufhängen? Jetzt wird hier aber mal aufgeräumt. Ja, dann mach das doch. Für den finde ich schon noch einen Verwendungszweck. Ach, Mann. Und das mit der Oma hat mich jetzt echt so irritiert, dass die gesagt hat, ja, hier die Kräutermischung. So. Jetzt muss ich nur noch einen Kübel finden. Ich habe hier nirgendwo einen Kübel gesehen. Moment, Moment, Moment. Können wir den Ball kaputt machen? Nein. Ist auch Quatsch, weil das ist kein Kübel. Leere Tasse. Erstmal muss ich den Brunnen reparieren. Was denn für ein Kübel? Ich gucke jetzt nochmal hier in den Schrank. Nein.
ein kleines Fischlein. Das ist kein Kübel, das ist nur irgendwie eine Knopfkiste oder so. So, und mit Oma haben wir auch nichts mehr zu besprechen. Die Brille, der Kaktus, da ist auch nichts. Was war da oben nochmal? Warum sonst hätte sich jemand die Mühe gemacht, es so hoch oben zu verstecken? Es muss wohl wichtig sein. Können wir den Stuhl irgendwie da ranschieben? Ach, das ist doch Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Das ist deine. Wo hast du die denn gefunden? Im Nest. Stell dir vor, die war all die Jahre dort oben. Wer hätte das gedacht? Ja, oder muss ich nochmal zurück ins Nest? Toll, oder? Ja, ganz fantastisch. Oma, was kann ich dir noch zeigen? Wie wär's mit dem Hammer? Nein. Eine Münze. Schöne Münze. Ab in Sparschwein damit. Aber du hast doch kein Sparschwein. Ach ja, jetzt wo du es sagst. Okay, Bonbons. Nein, ist auch totaler Quatsch. Wir haben ja auch hier keinen Hinweis. Boah, Leute, ich weiß es nicht. Ich brauche doch nur einen verdammten Kübel. Also, was wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch machen, ich gehe noch einmal zum Einsiedler und versuche dem alles Mögliche, was ich gerade im Inventar habe, zu geben. Gucken, ob es klappt. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zum Korsack, schauen uns da nochmal um. So, was sagt sie nochmal dazu? Was für ein Müllhaufen. Ja, ich meine, ein Hammer ist jetzt auch keine Schaufel, von daher. Was, wenn ich ihn aus Versehen damit haue? Okay, das können wir also knicken. Die Münze, das steckst du da sicher nicht rein. Bonbons haben wir schon 100-mal versucht. Kräuterkunde ergibt absolut keinen... Nein, wollte ich gar nicht. Ergibt absolut keinen Sinn. Ball hat er uns gegeben. Okay, Apfel also auch nicht. Die Puppe. Nein, die steckst du nicht ins Erdloch. Auch das Messer nicht. Die leere Tasse auch sicherlich nicht. Schöpfung der Welt auch nicht. Wie ist es mit dem Pilz, den wir... Nee, oder? Oh, Leute, und den haben wir seit Ewigkeiten im Inventar. Und ich frage mich die ganze Zeit so, hey, was mit dem Pilz? Der muss doch... Ah, der muss doch auch mal Verwendung finden. Das ist das Teil vom Mobile, oder? Eines kleinen Füchsleins größter Schatz, farbiges Glas. Ach, das ist doch super. Dann gehen wir noch eben schnell nach oben. Ich hoffe, dass wir das jetzt einfach so da befestigen können. So. Schon viel besser so. Jetzt ist es ein vollständiges Lichtspielmobile. Bringt uns aber auch nicht weiter. Es ist leer. Da ist nichts mehr. Ja, ja, dieser Vorhang. Ach, schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass mit dem Mobile bringt irgendwas. Ja, kaputt machen will ich es nicht. Die Münze dranhängen ergibt keinen Sinn. Bonbons ergibt keinen... Ah, abschneiden ergibt auch keinen Sinn. Okay, den Ball hier irgendwo hinlegen, weil das ist ja schon so ein bisschen... Ja, irgendwie so ein bisschen Erinnerung ja hier, oder? Aus ihrer Kindheit. Nee, das ist auch totaler Quatsch. Gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Mobile vollständig. Das ist vielleicht schon mal gut. Ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen, Leute, das war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.